Ahoi, ahoi, Eugen hier. Und wir machen heute was ganz Besonderes. Ich habe hier selbstgemachte gezuckerte Kondensmilch. Ich weiß nicht, welcher Landstreicher das bei mir gelassen hat. Aber gut für uns, wir machen daraus cupcakeförmige kleine Törtchen. Hierfür bereiten wir erstmal einen Keksteig vor. Dafür nehmen wir 125 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, ein Ei, etwas Salz und etwas Sodapulver. Und das Ganze wird erstmal vermengt. Und jetzt fügen wir schrittweise Mehl hinzu, bis wir die richtige Konsistenz erreicht haben. Sobald der Teig fester wird, können wir auch anfangen, den zu kneten. Sobald der Teig eine gewisse Form bekommt, aber noch sehr weich und klebrig ist, nehmen wir eine Hälfte und legen sie erstmal beiseite. Und der anderen Hälfte geben wir weiterhin Mehl hinzu. So, unser Teig, wenn man ihn auseinanderbricht, reißt er. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Wir nehmen unseren Teig und jagen den durch den Fleischwolf. Wir verteilen alles gleichmäßig und ab in den Backofen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teigstück. Das formen wir zu einer Rolle. Und diese zerteilen wir in 12 gleichmäßige Stücke. Jetzt brauchen wir Cupcake-Förmchen und wir formen aus unseren Teigballen flache Teigformen. Diese legen wir in das Cupcake-Förmchen rein, nehmen zu Hilfe eine Tasse und verteilen den Teig an den Rändern. Und das wiederholen wir jetzt noch 11 Mal. Platt drücken, ab ins Förmchen und ab in die Tasse. Und dabei die Zeit im Blick behalten, denn wir haben ja was noch im Ofen. Unsere Streusel können erstmal abkühlen und wir machen weiter im Programm. Und der letzte. Die Streusel bekommen wir in unsere Schüssel. Und zerbröseln diese. Die Förmchen können schon mal aufs Backblech. Als nächstes brauchen wir 3 Äpfel. Diese schälen wir zuerst. Die geschälten Äpfel werden in Stücke geschnitten. Und entkernt. Als nächstes werden unsere Stücke gerieben. So, jetzt kommen wir zu der gekochten, gezuckerten Kondensmilch. Wenn man keine selbstgemachte Sorte hat, kann man auch welche aus der Dose finden. Aber wir haben ja unsere. Und diese vermengen wir mit den Äpfeln.
Und zu guter Letzt vermischen wir das mit den gebackenen Streuseln. Und fertig ist unsere Füllung. Jetzt füllen wir vorsichtig damit unsere Cupcakes auf. Und nun können unsere Schönheiten ab in den Ofen. Während wir warten, zerkleinern wir ein paar Walnüsse. Und wir sortieren 12 gute Hälften raus, die wir später on top legen. Anschließend lassen wir etwas Schokolade in ein Wasserbad schmelzen, damit wir es als Glasur verwenden können. So, jetzt sind wir soweit. Holen wir die mal raus. Die Form ist etwas aufgegangen, aber das ist nicht so schlimm. Machen wir weiter und bestreichen wir diese jetzt noch mit etwas Schokolade. Obendrauf kommt eine Walnuss. Und noch ein paar Walnusssplitter. Und jetzt folgt der Schließpart. Wir müssen warten, bis sie abkühlen. Welch ein Gedicht in Keksform. Einfach nur lecker.